Hallo, ich bin hier heute im Star-Inn bei Comfort in Frankfurt am Main, da ich für 2 Nächte in Frankfurt ein Hotel brauchte und was Günstiges und zentral Gelegenes suchte, habe ich mich für das Hotel an der Mainzer Landstraße entschieden, keine 10 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof in Frankfurt entfernt. Ist ein 3-Sterne-Hotel. Das Star-Inn. Und das Zimmer sieht man schon, ist jetzt nicht so klein. Da kenne ich andere Hotels in dieser Größe, in dieser Kategorie, die bedeutend kleinere Zimmer haben. Ausstattung gleich, wenn man reinkommt. Zur rechten Seite ist das Badezimmer. Ausreichend groß. Waschbecken vorhanden. Föhn vorhanden. Toilette und eine Dusche, nicht ganz ebenerdig, aber schließt scheinbar auch gut ab, also nichts mit Duschvorhang oder ähnlichem. Ja, dann, wenn man rauskommt im Zimmer, gleich rechts das große Bett. Nachttischlampen links und rechts. Gegenüber ist ein riesiger Fernseher. Der wird wohl bei mir komplett ausbleiben. Ja, was auch schön ist, ein richtiger Kleiderschrank. Also wenn man mal ein paar Tage länger hier wäre, könnte man seine Sachen richtig auspacken. Mein Zimmer geht nach hinten raus. Unten ist eine Terrasse, wo man sitzen kann. Ansonsten ist der Ausblick jetzt nicht so toll, aber auf jeden Fall bedeutend ruhiger. Jetzt nach vorne raus, denn direkt an der Mainzer Landstraße wäre es dann ein bisschen lauter gewesen. Schreibtisch vorhanden, die Minibar rechts ist leer. Was ein bisschen störend ist, ist der Mangel an Steckdosen. Hier hinter ist eine versteckt, die frei ist. Die andere, da steckt die Minibar drin, die aber leer ist, also den könnte man auch rausziehen, wenn man da nichts reinmachen muss. Am Bett sind keine Steckdosen. WLAN ist kostenlos vorhanden und zwar über einen Telekom-Hotspot. Auch schon ausprobiert, funktioniert einwandfrei, ohne Passwort. Also auch wenn man kein Telekom-Kunde ist, kann man diesen Hotspot nutzen. Klimaanlage läuft. Sehr angenehm. Ja, wie gesagt, Lage ist recht günstig vom Hauptbahnhof aus gesehen. Preislich auch absolut fair. Soweit zum Star Inn bei Comfort in Frankfurt am Main.